1,3 Millionen Fahrgäste täglich. Mehr als 1000 Stationen. Über 5800 Kilometer Streckennetz. Bayern ist ein Bahnland. Verantwortlich für den Schienenpersonennahverkehr im Bahnland Bayern ist die Bayerische Eisenbahngesellschaft, kurz BEG, eine Tochter des Freistaats Bayern. Was kaum einer weiß, ohne öffentlichen Zuschuss wäre der bayerische Nahverkehr nicht wirtschaftlich zu betreiben. Deshalb finanziert der Freistaat rund 2/3 der Kosten mit Steuergeldern, sogenannten Regionalisierungsmitteln, die die Länder vom Bund erhalten. In Bayern derzeit rund 900 Millionen Euro pro Jahr. Damit ordert die BEG Verkehrsleistungen bei unterschiedlichen Bahnunternehmen. Das ist seit 1996 so. Damals ging im Rahmen der Bahnreform die Verantwortung für den Regionalverkehr vom Bund auf die Länder über. Seither plant, finanziert und kontrolliert die BEG den gesamten Regional- und S-Bahn-Verkehr. Sie handelt im Auftrag des Bayerischen Verkehrsministeriums. Insgesamt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten tagtäglich für einen modernen und leistungsfähigen Nahverkehr. Seit ihrer Gründung hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft das Bahnangebot deutlich verbessert. 1995 legten die bayerischen Regionalzüge und S-Bahnen noch 82 Millionen Kilometer zurück. Heute sind es über 114 Millionen pro Jahr. 300.000 Kilometer täglich. Jeden Tag umkreisen die Züge theoretisch 8-mal die Erde. Grundphilosophie der Bayerischen Eisenbahngesellschaft ist der Bayerntakt. Er schafft optimale Verbindungen und eine möglichst dichte Vertaktung. In fast ganz Bayern, auch im ländlichen Raum, steht den Fahrgästen mindestens ein Stundentakt zur Verfügung. Von frühmorgens bis abends, sogar am Wochenende. Die Erfolgsbilanz? Die BEG hat das Angebot bis heute um über 40% ausgeweitet. Die Anzahl der Fahrgäste im Regionalverkehr ist seit 1996 um mehr als 60% gestiegen. All ihre Planungen stimmt die BEG mit vielen Beteiligten ab. Vor allem mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, die für Busse, Straßenbahn und U-Bahnen zuständig sind. Auch mit den Verkehrsverbünden, dem Fernverkehr und den Nachbarländern werden Planungen koordiniert. Verbesserungen im Fahrplan sind stets abhängig von der Infrastruktur. Deshalb definiert die BEG die Infrastruktur, die für den Bayerntakt notwendig ist. Für die Umsetzung der Maßnahmen ist allerdings nach dem Grundgesetz der Bund zuständig. Konkret, das Bundesunternehmen DB Netz ist verantwortlich für den Bau und Unterhalt des Schienennetzes. Zuständig für Stationen, deren barrierefreien Ausbau sowie die Information der Fahrgäste am Bahnsteig ist DB Station und Service, auch ein Unternehmen des Bundes. Dass die BEG das Fahrplanangebot in den letzten Jahren stetig erweitert hat, ist keineswegs selbstverständlich. Denn heute stehen dem Freistaat nicht mehr Regionalisierungsmittel zur Verfügung als vor 10 Jahren. Auch deshalb schreibt die Bayerische Eisenbahngesellschaft Verkehrsleistungen europaweit im Wettbewerb aus. Nur so bieten Bahnunternehmen ihre Leistungen günstiger an. Mit den eingesparten Mitteln verbessert die BEG das Angebot. Infolge des Wettbewerbs fahren in Bayern neben DB Regio auch private Unternehmen wie die Bayerische Regiobahn, der Alex, die Erfurter Bahn, die Berchtesgadener Landbahn oder Agilis. Rund die Hälfte des gesamten bayerischen Regionalverkehrs hat die BEG bisher öffentlich ausgeschrieben. Das große Ziel? Bis 2023 will die BEG alle Leistungen im Wettbewerb vergeben haben. In Wettbewerbsverfahren zählt nicht allein der Preis.
Den Auftrag erhält das Verkehrsunternehmen, welches das beste Angebot hinsichtlich Preis und Qualität abgibt. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft schließt mit den Betreibern einen Verkehrsvertrag ab. Hier werden unter anderem der Fahrplan und auch Mindeststandards in Sachen Qualität festgelegt. Die Vorgaben umsetzen müssen aber die Bahnunternehmen selbst. Sie sind gegenüber ihrem Kunden unmittelbar in der Pflicht. Denn auch im bayerischen Regionalverkehr gilt das Prinzip der unternehmerischen Verantwortung. Die BEG erwartet von den Verkehrsunternehmen, dass sie sich beständig im Interesse der Fahrgäste um eine hohe Qualität bemühen. Das steht nicht nur in den Verkehrsverträgen so. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft schafft auch nachhaltige Anreize. Sie schließt mit den Unternehmen sogenannte Nettoverträge ab. Hier gilt, die Betreiber dürfen die Einnahmen aus dem Ticketverkauf vollständig behalten. So liegt es im Interesse der Verkehrsunternehmen, die bestmögliche Qualität zu bieten. Denn das bringt mehr Fahrgäste und schließlich mehr Erlöse. Der Fahrscheinverkauf deckt aber nur einen Teil der Kosten. Deshalb errechnen die Verkehrsunternehmen im Rahmen ihres Angebots den benötigten finanziellen Zuschuss, um die von der BEG ausgeschriebenen Verkehre betreiben zu können. Dieser Zuschuss nennt sich Bestellerentgelt. Zu den Kosten gehören die Beschaffung, Wartung und der Unterhalt der Fahrzeuge, der Bau und Betrieb der Werkstätten sowie Aufwendungen für Energie, Marketing, Vertrieb, Personal und Verwaltung. Der größte Kostenblock neben den Betriebskosten sind die Gebühren für die Nutzung von Trassen und Stationen, die sogenannten Infrastrukturgebühren. Trassengebühren zahlt ein Verkehrsunternehmen für die Nutzung der Gleise an DB Netz, zurzeit etwa 4,70 Euro pro gefahrenen Kilometer. Stationsgebühren fallen an, sobald ein Zug an einer Station hält und gehen an DB Station und Service. All diese Gebühren zahlt letztlich der Freistaat über das Bestellerentgelt. 2010 kostete allein die Benutzung der Gleise und Stationen über 500 Millionen Euro. Das sind fast 60% des Bestellerentgelts. Tendenz steigend. Das macht dem Freistaat weitere Angebotsverbesserungen auf Dauer unmöglich. Hier kann nur der Bund Abhilfe schaffen. Er muss entweder die Trassen- und Stationspreise senken oder die Regionalisierungsmittel erhöhen. Ziel der BEG ist es, den Fahrgästen in ganz Bayern weiterhin ein hochwertiges Verkehrsangebot zu bieten. Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, müssen auch die Vorgaben in den Ausschreibungen im Rahmen bleiben. Damit die Qualität ein Mindestniveau erreicht, gibt die BEG in ihren Ausschreibungsverfahren Mindeststandards vor. Eine wichtige Rolle spielen Kriterien wie Service, Komfort, Pünktlichkeit und Fahrgastinformation. Im Rahmen ihrer Wettbewerbsprojekte fordert die Bayerische Eisenbahngesellschaft in der Regel auch Neufahrzeuge. Dabei macht die BEG aber keine Vorgaben zu Fahrzeugtyp, Ausstattungsdetails oder gar Fahrzeughersteller. Die BEG fordert hingegen Mindeststandards, zum Beispiel in Sachen Barrierefreiheit, Sitzplatzkapazitäten für Züge im Berufsverkehr, Sitzplatzabstände oder Klimatisierung. Auch legt sie eine Mindestanzahl an Zugbegleitern fest. Die tatsächliche Umsetzung liegt aber in den Händen der Verkehrsunternehmen. Diese können jederzeit in unternehmerischer Entscheidung beispielsweise die Sitzplatzkapazitäten erhöhen oder mehr Zugbegleiter einsetzen, um Service und Sicherheit für ihre Fahrgäste zu verbessern. Die Qualität der Bayerischen Bahnen kontrolliert die BEG kontinuierlich mit einem umfangreichen Qualitätsmanagementsystem. An rund 100 Messstellen wird täglich die Pünktlichkeit der Züge erfasst. Auf
Außerdem überprüfen Tester Sauberkeit und Service, die Funktionsfähigkeit der Ausstattung und die Fahrgastinformation. Die Fahrgäste werden auch regelmäßig befragt. Treten Mängel auf, kontaktiert die BEG die betroffenen Unternehmen und fordert Abhilfe. Werden vertraglich vereinbarte Kriterien nicht eingehalten, erhebt die BEG Strafgelder, sogenannte Pönalen. Damit die Fahrgäste davon profitieren, verwendet die Bayerische Eisenbahngesellschaft einen Großteil dieser Gelder wieder für qualitätsverbessernde Maßnahmen im Bahnland Bayern. Seit ihrem Bestehen setzt sich die BEG kontinuierlich für die Interessen der Fahrgäste und eine hohe Qualität im bayerischen Regionalverkehr ein. 1997 entstand auf ihre Initiative das Bayern-Ticket. Es ist das erfolgreichste Länderticket Deutschlands. Eine Vorreiterrolle nimmt die Bayerische Eisenbahngesellschaft auch in Sachen Fahrgastinformation ein. Im Auftrag des Freistaats realisiert sie ein Auskunftssystem für den gesamten öffentlichen Verkehr. Und das nicht nur mit sogenannten Sollfahrplänen, sondern zunehmend auch mit Echtzeitdaten. Im Internet, an öffentlichen Telefonen oder über mobile Endgeräte. Auch Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen werden berücksichtigt. Ziel ist es, die Fahrgäste mit dem Bayern-Fahrplan stets aktuell über ihre Verbindungen zu informieren. Egal, wo sie sich befinden. Auch künftig wird die BEG dafür Sorge tragen, dass der Regional- und S-Bahn-Verkehr die steigenden Mobilitätsanforderungen unserer Gesellschaft erfüllt. Sie wird sich weiterhin gemeinsam mit allen Beteiligten für einen modernen und leistungsfähigen Nahverkehr im Bahnland Bayern stark machen. Ihre strikte Wettbewerbspolitik dient einem großen Ziel, die bestehende Qualität und das Fahrplanangebot zu sichern und auszubauen, sowohl in den Ballungsräumen als auch im ländlichen Raum. Trotz der knappen Haushaltsmittel hält die BEG an diesen Zielen fest. Nur im Wettbewerb kann die Bayerische Eisenbahngesellschaft im Sinne des Steuerzahlers das beste Angebot ermitteln. Die Balance zwischen einem verantwortungsvollen Einsatz von Steuergeldern und hoher Qualität gilt es dabei immer wieder aufs Neue zu finden. Für ein starkes Bahnland Bayern und zufriedene Fahrgäste.